Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Ich habe früher schon Marker zerstört, also daher sind sie eine Bedrohung für deren Plan. Plan? Irgendeine Inside-Prophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, sie ist jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Auf den Freeway gekommen. Dann müssen Sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Ach, ich habe aber noch meine Stasi-Einheit. Ich verlangsame den Verkehr und gehe rüber. Ups. Das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Erdgar? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Wie vom Propheten Michael Ordner gesprochen, hat der schwarze Marker einen Plan. Für euch alle. Er wird uns aus unserer erbärmlichen Existenz erlösen und wir werden eins sein. Vereint in Körper und Geist. Unsere Einheit wird unsere Erlösung. Thank you.
Nehmt ihn her. Isaac Clark. Der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus.
Sie schon beim Rettungsteam? Alle tot. Der Nick war vor mir da. Scheiße. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Ich komme mit der Eudora. Die Washington Station ist nicht weit weg. Ich kann mit einem der Züge dort rausfahren. Guter Plan. Wir sehen uns dann auf den Schienen. Verdammt! Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Dennis, Männer? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit verschaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Ganz schnell. Dennis' Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen, sie abzulenken. Beeilen Sie sich! Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Musik.
Zugmaschine ist in Position. Bitte vor Abfahrt Treibstoffwaggon ankoppeln. Anderes bewegt sich nicht. Verstanden. Ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. Es wird brenzlig. Norton, Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Ellie ist. Lebt sie noch? Ich habe sie zuletzt auf der Kiro-Station gesehen. Sie war auf der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Warte Kontakt ab. Ihre Extremität ist sie am Leben und Fuchsteufelswild, dass er sie noch nicht gefunden hat. Oh nein! Ah, hier kommt die Kavallerie! Und, welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade über ihren Kopf flog. Scheiße! Aufpassen, Mutter! Eisen! Schwingen Sie Ihren Arsch her! Süßer Junge, mussten Sie ihn zurück. Er ist tot. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst mal an. Cormor, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Sie haben ihn gehört.